willkommen zum My Day Friday. Ich habe heute ein Food Diary für euch, weil auch hier wird in der Vorweihnachtszeit richtig viel gegessen. Also bleibt dran und bis gleich. Heute gibt es Hirse zum Frühstück. Darüber habe ich jetzt ein paar frische Äpfel gestreut, ein paar Mandelblättchen und etwas Zimt. Ich finde Hirse in jeglicher Form sehr lecker. Ich mag Hirse als Flocken, ich mag Hirse als Körnchen und heute Morgen habe ich mir einfach mal ein bisschen Apfelhirse gemacht und dazu einen leckeren Chai Latte. Perfektes Frühstück und ich lasse es mir schmecken. Es ist definitiv Zeit, etwas zu essen. Ich habe mir meinen Lieblingschai gemacht, dazu ein Vollkornbrot mit Mandelcreme und ein Smoothie, der besteht aus Himbeeren, Banane und Kaki. Ja, und jetzt werde ich mein Frühstück genießen. Mein Mittagessen. Es gibt heute ein Süßkartoffelnrisotto mit ein paar Kräutern und ich esse sehr gerne Risotto in allen möglichen Varianten und deswegen vergeht hier eigentlich keine Woche ohne Risotto. Auf meinem Kanal haben sich einige Risotto-Videos angesammelt. Ich verlinke dir mal ein paar in der Infobox, falls du auch Appetit bekommen hast. Ich liebe die Weihnachtszeit. Ich habe mir jetzt einen Kakao gemacht. Dazu gibt es ein paar Paranüsse und ein paar Weihnachtskekse. Das muss unbedingt sein. Und jetzt mache ich es nur schön gemütlich. Ich lese momentan ein sehr gutes Buch und deswegen muss ich jetzt unbedingt auf die Couch mit meinen Leckereien und ein bisschen lesen. Heute gibt es eine kleine Portion Sushi zum Abendessen, denn mein Mann hat mir aus der großen Stadt ein paar vegetarische Sushi-Rollen mitgebracht. Und da ist drin Gurke, Avocado und ein Sojafrischkäse. Das mag ich in dieser Form einfach sehr gerne. Dazu einfach ein Glas Wasser und perfekt ist die abendliche Mahlzeit. Ein bisschen Appetit habe ich jetzt wieder und ich habe in der Küche was zum Knabbern gesucht, bin auch fündig geworden. Dinkelbrezel, eigentlich für die Kids, aber zwischendurch esse ich die auch ganz gerne. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar Brezel knabbern und dann den Abend weiter genießen. This coffee in the world, they make it every day. Guten Morgen! Heute fällt das Frühstück im Hause etwas kürzer aus. Ich habe mir einen Coffee-to-go gemacht in meinem wunderbaren Porzellanbecher und ich werde ein Kokoswasser mitnehmen und zwei Äpfel. Es wird also heute ein Autofrühstück und ja, das nehme ich jetzt erstmal mit. Ich hoffe, später werde ich noch ausgiebiger frühstücken. Ja, und jetzt muss ich los, schnapp mir die Sachen und auf geht's! So manches erledigt und habe Zeit zu frühstücken. Ich trinke eine Chai Latte, die ich sehr gerne mag, vor allem im Winter. Ich esse eine Mandarine für die Vitaminzufuhr und einen leckeren Porridge aus Hirseflocken mit Mandeln und etwas Zimt. Wer wissen möchte, wie ich meine Chai Latte am liebsten trinke, ich verlinke dir mal ein Video dazu in der Infobox, weil Chai Latte muss im Winter einfach sein und ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Das ist heute mein Mittagessen. Es gibt gebratene Kräuterpolenta-Streifen mit selbstgemachtem Rotkohl. Und dazu gibt es eigentlich noch Kartoffeln, aber ich hatte so wenige und deswegen haben die meine Kinder bekommen und ich muss heute ohne leben. Dazu gibt es ein Glas Wasser und zum Nachtisch gibt es Mandarinen. Und dieses Rezept in einer etwas anderen Form gibt es auch auf meinem Kanal. Und ja, jetzt werde ich es mir schmecken lassen und auf jeden Fall jetzt essen. Wir wollen gleich losfahren und ich habe uns jetzt ein bisschen Wasser eingepackt, ein paar Mandarinen und ein paar Birnen, damit wir unterwegs auch nicht den Hungertod sterben, wie es Kinder ja schnell tun. Ja, das ist also unsere kleine Snackbox für heute und jetzt fahren wir los. Zum Abendessen gibt es eine Süßkartoffel-Möhrensuppe. Ich finde, im Winter sind Suppen ideal. Sie wärmen von innen, sie machen satt, aber sie lassen eigentlich gleich mit vollem Magen einschlafen. Hinterher fühle ich mich irgendwie immer gut und das ist für mich das ideale Abendessen. So, Frühstück
Zeit. Ich habe mir einen Porridge gemacht, diesmal aus Haferflocken und aus Hirseflocken. Und darüber habe ich ein paar Mandelblättchen gestreut und Bananenchips. Dazu einen grünen Smoothie, da ist Grünkohl drin, Banane drin, Mango drin, Ananas drin, Wasser drin und ein bisschen Kokoswasser. Und dazu einen leckeren Chai Latte. Die Mandarine und den Apfel werde ich gleich auf jeden Fall mit ins Auto nehmen. Und ja, das ist mein Frühstück für heute. Mittagessen heute. Es gibt eine Pizza und zwar ist das kein normaler Boden, sondern das ist ein Boden aus Maispolenta. Die Pizza habe ich total einfach belegt, einfach mit ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Zucchini, ein paar Tomaten und ganz wenig Parmesan. Und das müsst ihr mal ausprobieren. Polenta als Boden einer Pizza ist einfach perfekt. Dazu gibt es ein Glas Wasser und fertig ist das Mittagessen. Zwischendurch wird hier ordentlich gesnackt. Ich habe jetzt ein paar Möhren geschnitten, ein bisschen Paprika und ein paar Cherrytomaten auf einen Teller gelegt. Dazu gibt es einen leckeren Kräuterdip. Und das ist eigentlich so eine Zwischenmahlzeit, die hier am allerbesten ankommt. Und man hat ein paar Vitamine und fühlt sich gleich frisch von innen heraus. Und mir schmeckt es immer sehr gut. Ich bin ein riesen Rohkost-Fan. Ich finde, Rohkost geht einfach immer. Ja, und jetzt lassen wir uns das schmecken. Zum Abendessen gibt es heute ein leckeres Sandwich, was ich eben im Ofen erfolgreich aufgebacken habe. Das belege ich mit viel Salat, Gurken und Tomaten und Avocados. Dazu natürlich etwas Senf und ein leckerer Brotaufstrich. Und hier und da auch etwas Meerrettich. Also ein perfektes kleines Abendessen, was mir sehr gut schmecken wird. Wie es so ist am späten Abend, man hat irgendwie immer wieder Hunger. Ich habe mir jetzt einen Reissalat gemacht und dazu gibt es etwas Zucchini, die ich einfach nur mit einem Kräutersalz gewürzt habe, etwas Olivenöl und etwas Zitronensaft. Für mich ist das ein optimaler Late-Night-Snack, also rauf auf die Couch und Reissalat essen. Ich glaube, Essen einkaufen, kochen und genießen ist doch eines der schönsten Dinge, die man in der Vorweihnachtszeit so machen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es mit euren Freunden und Bekannten. Hier unten habe ich dir nochmal zwei Videos verlinkt, falls du noch Inspiration für das Weihnachtsfest brauchst. Und nun ist es ja auch bald soweit. Weihnachten ist nicht mehr fern und ich wünsche euch allen von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt das Zusammensein, genießt das tolle Essen, genießt die Geschenke und genießt das Leben. Und wir sehen uns wieder am 2. Januar ab 13.30 Uhr zum My Day Friday. Ich freue mich schon sehr. Also habt eine tolle Zeit, feiert schön und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Tschüss!